Genau, also wie gesagt, schön, dass ihr alle irgendwie da seid. Vielleicht ganz kurz ein bisschen was zum Organisatorischen. Das ist natürlich jetzt auch super, jetzt ist es abgehakt. Kommt davon, wenn man das Bild zwischendurch kleiner macht. Dann machen wir das so. Okay. Ja, wer redet hier eigentlich mit euch und wo seid ihr eigentlich? Ich glaube, damit fangen wir als erstes einmal an. Ich bin Jessica. Ich habe vor gefühlter Ewigkeit mal Informatik am Fachbereich studiert. Mittlerweile bin ich im Berufsleben angekommen. Das heißt, ich bin auch kein Mitarbeiter, sondern ich bin irgendwie halt eigentlich so ein Externer, der irgendwie immer noch beauftragt wird, so ein Tutorium zu machen. Ich habe die Hoffnung, ich kann euch was mitgeben, wie den letzten Jahrgängen. Und ja, wie läuft das Ganze so ein bisschen ab und wie machen wir das? Ihr kriegt ja mittwochs immer ein neues Aufgabenblatt. Und die Idee ist, dass wir donnerstags im Tutorium uns da ein bisschen die Themen angucken. Ich gucke manchmal, dass ich so, oder in der Regel, dass ich ein paar Aufgaben mitbringe, die ein bisschen euch unterstützen sollen, dass ihr damit die Aufgaben bearbeiten könnt, beziehungsweise die Themen dazu besser versteht. Und dann habt ihr bis Mittwoch der Folgewoche Zeit, um die bearbeiteten Übungen abzugeben. Das heißt natürlich auch, wir können nicht eins zu eins die Aufgaben machen, die in den Übungsblättern sind. Das wäre ja langweilig. Ihr sollt ja auch einen Lerneffekt haben. Ihr sollt das, was wir in einem Tutorium erarbeiten, sollt ihr auch nochmal anwenden können. Dadurch übt ihr es auch besser und das ist für die Klausur natürlich auch viel cooler. Gleichzeitig gibt es manche Aufgaben, gerade so jetzt die ersten Wochen, die ersten Einstiegswochen sind da so ein bisschen schwierig. Da gibt es dann so textuelle Aufgaben, da können wir gar nicht so tief reingehen, aber trotzdem würde ich es schade finden, nicht mal kurzes anzusprechen. Da kann es sein, dass wir dann über die Themen sprechen, aber ich nichts aufschreiben werde, weil ihr mindestens die Formulierung noch machen müsst und da noch ein bisschen weiter dann drauf rumdenken sollt. Genau, da müssen wir ein bisschen gucken. Wir versuchen das dieses Jahr mit dem tollen Big Blue Button, was wir hier haben. Den Chat habt ihr schon gut genutzt, insofern war es eigentlich ein ganz guter Test. Da könnt ihr gut kommunizieren. Und ja, genau, ich schneide das lokal mit, versuche das möglichst zeitnah auf dem YouTube-Kanal, den ich die letzten Jahre benutzt habe für das Tutorium. Also, das habe ich gar nicht gesagt, ich mache das jetzt auch schon, keine Ahnung, 7 Jahre, 8 Jahre, ich habe nicht nachgezählt. Viele Jahre. Ich würde dann die Aufzeichnung von dem jeweiligen Tag versuchen, zeitnah hochzuladen. Natürlich immer das Risiko, es kann technisch irgendwas dazwischen kommen. Es kann sein, dass irgendwie die Aufzeichnung nicht richtig funktioniert hat. Bin halt ein Ein-Mann-Personen-Dingsbums-Aufzeichnungsmaschinerie hier. Es kann sein, dass irgendwie irgendwas anderes, ja, weiß nicht, im dümmsten Fall der Rechner kaputt geht zwischendurch. Insofern, ich tue mein Bestes, ich kann natürlich nie alles garantieren. Und da ich am nächsten Tag immer arbeiten muss, kann es auch sein, dass ich dann, wenn wir länger gemacht haben, das nicht ganz so schnell schaffe. Apropos länger, es ist zeitlich angesetzt von 18:30 bis 20 Uhr. Das ist mir, wenn wir mit den Themen nicht fertig sind, egal. Ich mache im Zweifel auch länger. Ihr könnt natürlich jederzeit gehen. Aber ich finde es halt wichtig, die Themen auch durchzukriegen. Und wenn ich dann halt nicht um 20 Uhr aufhöre, sondern um 20:30, dann ist das so. Es gibt Übungsblätter, die sind kürzer. Ich glaube, heute werden wir nicht so viel hier machen, aber ich finde es eben wichtig, dass wir das Ganze machen. Ja, ich habe wieder Mathe-Tutorium direkt davor. Ja, das ist so ein kleines Problem an der ganzen Geschichte. Ich weiß, es ist anstrengend am Rechner. Genau, wie gesagt, heute vor allem viel Organisatorisches und ein bisschen nachdenken. Es kann Termine geben, sage ich halt einfach raus. Die dauern erfahrungsgemäß auch mal gern 2,5 bis 3 Stunden, wenn viele Fragen kommen. Wenn wenig Fragen kommen, dann vielleicht weniger. Und damit komme ich zu den Erwartungen. Ihr seht das da unten schon. Ich finde es wichtig, dass ihr vorher das Übungsblatt euch zumindest angeschaut habt und drüber nachgedacht habt. Ich weiß, die Zeit ist knapp von Mittwoch auf Donnerstag, aber wenn ihr nicht wisst, wie das aktuelle Übungsblatt aussieht, dann ist das so ein bisschen schwierig, im Tutorium auch mit auf die Fragen zu kommen.
Und der zweite Punkt, den ich an Erwartung mitbringe, ist die aktive Mitarbeit. Dafür könnt ihr gerne auch dann per Audio eine Frage stellen. Ich wiederhole die dann für die Aufzeichnung. Also ich zeichne ganz bewusst kein Desktop-Audio auf, sondern ich zeichne mein lokales Mikrofon auf. Das heißt, es wird, ja, nur ich werde mitgeschnitten. Genau, ihr könnt gerne Audio nutzen, finde ich ein bisschen schöner. Ist sowieso, ich sehe nichts, ne? Ich rede hier in der Kamera. Eigentlich echt ein bisschen schade. Ich habe das früher hybrid gemacht mit, Teil war im Raum vor Ort, Teil war online dazu geschaltet. Genau, beteiligt euch gerne per Audio oder mindestens per Chat, dass ich so das Gefühl habe, dass ich nicht ganz alleine bin. Und ich brauche auch mindestens einen, der mit mir mitarbeitet jede Woche, weil ich sonst, ja, es ist halt ein Miteinander. Ich mache keine Vorlesung. Ja. Genau, ihr könnt auch gerne Kamera anmachen. Das Einzige, was ich, wie gesagt, bildmäßig mitschneide, ist mein GIMP-Screen in dem Fall. Warum nutze ich GIMP? Die Frage kommt auch wieder. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, Tools. Ich nutze aber das, was seit Jahren funktioniert und stabil ist. Ich will nicht immer alles ausprobieren und dann funktioniert wieder alles nicht. Gut. Gibt es Fragen an der Stelle? Anscheinend nicht. Dann würde ich sagen, kommen wir mal ein bisschen zum aktuellen Aufgabenblatt. Ich hoffe, ihr habt die Chance gehabt, schon raufzugucken. Ich weiß, dass es wieder ein bisschen schwierig gewesen mit dem Start. Das hat ein bisschen geruckelt, das Ganze. Und gefühlt wäre es manchmal auch besser, wenn wir mit dem Tutorium eine Woche früher anfangen würden. Genau, ich rede von Aufgabenblatt 2, nämlich dem, was ihr bis nächste Woche bearbeiten und abgeben sollt. Aufgabenblatt 1 sollte in den Übungsgruppen vorbesprochen worden sein, wenn die Zeit mit da war zusätzlich zum Präsenzblatt. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass ihr das bei den meisten wahrscheinlich schon habt abgeben müssen. Also gucken wir heute auf Aufgabenblatt 2. Und ich hoffe, ihr seid in der Vorlesung auch halbwegs aktuell. Aufgabenblatt 2. Fängt an mit einer Frage zum Thema der Begriffsbildung. Beschreiben Sie kurz die folgenden Begriffe Compiler, Interpreter und virtuelle Maschine. Hat da wer von euch sich da schon ein bisschen das angeguckt und kann was dazu sagen, wie man einen Compiler vielleicht relativ kurz beschreiben kann? Was macht so ein Compiler eigentlich? Ja, das ist also, genau, es gibt eine Gemeinsamkeit, die sorgen erstmal dafür, dass etwas ausgeführt werden kann. Tatsächlich ist viel spannender, was dann nämlich genau der Unterschied nochmal ist. Erstmal richtig, der Compiler und Interpreter sorgen dafür, dass was umgewandelt wird. In den Folien wird dann auch von einer Sprache mit ja, eines bestimmten Levels gesprochen, Level 2, Level 1, auf verschiedene Level das Ganze umzuwandeln. Genau, es geht darum, dass der Programmcode ausführbar ist am Ende. Ja, genau, da im Chat auch noch mal etwas genauer daraus differenziert.
Genau, es geht nämlich ja auch nochmal um die Unterschiede. Also wenn wir uns eine Sprache L1 angucken und eine einfachere Sprache L0, dann ist das so, dass ein Compiler den Programmcode der Sprache L1 nimmt und in die Sprache L0 übersetzt. Und das ist dann auch als Ausgabe so fertig. Also das ist so ganz typisch, wenn ihr vielleicht mit C++ arbeitet. Also ich mache das jetzt nur als Beispiel. Vorkenntnisse natürlich hier nicht nötig. Wenn ihr mit C++ arbeiten würdet, dann schreibt ihr einen Programmcode, dann kommt das durch den Compiler und am Ende kommt ein Programm raus, das kann ausgeführt werden. Wenn ihr allerdings einen Interpreter nehmt, dann haben wir auch eine Sprache L1 und es wird dafür gesorgt, dass es in eine Sprache L0 umgewandelt ist. Das passiert aber erst zur Laufzeit. Okay, Leck ist unschön. Okay, ich würde mal sagen, ich mache für heute mal die Kamera aus. Ich denke, das wird den Leck etwas beheben und ich werde dann nochmal auf Suche gehen, woher das so leckt. Was natürlich auch so ein bisschen das Problem ist, in der Uni haben wir ein bisschen stabileres Netz an der Stelle. Und jetzt geht's wieder. Auch schön. Okay, also das heißt, dann darf ich nachher das Log von meinem Router mal überprüfen. Wenn es zu schlimm ist, sag nochmal und sonst mache ich wirklich die Kamera aus. Wo war ich? Ich war beim Interpreter. Der Interpreter nimmt eine Sprache L1 und wandelt es zur Laufzeit in eine einfachere Sprache L0 um. Das heißt, es gibt keine Ausgabe, es gibt keinen Programmcode und diese Umwandlung muss dann aber auch jedes Mal gemacht werden, wenn das Ganze ausgeführt werden soll. Ne, beim Compiler einmal kompilieren, immer optimal oder so gut als optimal vorbereitet, kann immer wieder ausgeführt werden, direkt das Umgewandelte. Der Interpreter läuft jedes Mal. Ja, es ist nicht unbedingt optimal, wenn man sagt, okay, wenn der Programmcode immer der gleiche ist. Die Idee dahinter ist, also es hat ja verschiedene Vor- und Nachteile, egal ob man jetzt einen Compiler oder einen Interpreter nimmt. Wenn man möglichst effizient das Ganze wandeln will von einer Sprache in die andere, dann ist es halt von Vorteil, wenn man dem Compiler Zeit geben kann. Also wenn der Compiler 3 Tage rechnet, um die effizienteste Maschinensprache rauszukriegen, ist das super. Das hilft mir aber nicht, wenn ich jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, mein Discord starten will, um mit irgendwem eine Runde zu zocken und mein Discord erstmal 3 Tage lang den Maschinencode optimiert. Dann will ich, dass es ausgeführt wird, möglichst parallel an dem Ganzen. Aber vielleicht habe ich da irgendwie so eine Entwicklungsversion und da wollte ich jetzt eigentlich, das wollte ich gerade noch sagen, also wenn sich Programmcode regelmäßig ändert oder ändern kann, dann ist es natürlich schön, wenn man das zur Laufzeit dann auch wieder umsetzt. Richtig, das ist dann, wie man das Ganze verbinden kann. Passt auf bitte aber hier bei der Aufgabe, das hast du schon richtig gesagt, dass dieses Hybride, passt aber bei der Aufgabe bitte auf, es geht wirklich um die Reinform des Ganzen. Nicht um, wie es vielleicht noch schöner ist, sondern um die Reinform von Interpreter und Compiler. Ja, erinnert sich jemand in dem Zusammenhang, wie das mit der virtuellen Maschine war?
Ja, also die Maschine ist die Maschine ist so eine Art Simulation, die kann halt, die sorgt halt dafür, dass etwas ausgeführt werden kann, ohne dass es direkt umgewandelt werden muss. Das sind, glaube ich, gute Begriffe in dem Zusammenhang. Schaut auch da auf die Folien, da steht noch ein bisschen mehr dazu. Und insofern mal die Preisfrage, wenn man sich Compiler, Interpreter anschaut, was ist denn jetzt eher eine virtuelle Maschine? Also die virtuelle Maschine, die kann so Dinge simulieren, die kann dafür sorgen, dass Sachen direkt ausgeführt werden können, stellt so ein bisschen was Richtung Hardware bereit. Was könnte man am ehesten als virtuelle Maschine bezeichnen? Ein Interpreter oder ein Compiler? Richtig. Also der Interpreter ist quasi fast so eine Art virtuelle Maschine. Das kann man damit auch verbinden. Gut, damit habt ihr gerade ganz viele Stichwörter und Gedanken gekriegt, die ihr damit runterschreiben sollt. Das heißt, beschreiben Sie kurz die folgenden Begriffe. Ach so, das ist auch eine Sache. Ich versuche in den im Tutorium auch ein bisschen mit euch zu gucken, wie versteht man jetzt eigentlich das Aufgabenblatt möglichst so, wie es sein soll und ohne dass ihr 10 Stunden länger arbeiten müsst? Das heißt, beschreiben Sie kurz die folgenden Begriffe. Das heißt, wenn ihr mehr als 3, 4 Sätze pro Begriff schreibt, dann ist das wahrscheinlich zu viel. Also keine 3 Seiten Roman zu dem ganzen Schreiben. Kurz und knackig. Nein, es wird nicht anders gewertet, wenn das zu lang ist. Ich wollte damit nur den Hinweis geben, dass ihr nicht, wie gesagt, keinen Roman schreiben sollt und dass es nicht darum geht, eine halbe Seite zu jedem zu schreiben. Gut. Genau, wir gucken uns mal Aufgabe 2.2 an. Da können wir auch ein bisschen mehr machen. Ich habe das mal ein bisschen verkürzt aufgeschrieben. Es geht um einen Computer mit insgesamt, ja, beispielsweise 4 Ebenen. Unterste Ebene ist Ebene 0, darüber Ebene 1, dann Ebene 2, dann Ebene 3. Und die Ausführungszeit für einen Befehl auf der untersten Ebene beträgt p Pikosekunden. Achtung, ich weiche hier vom Aufgabenblatt ab. Die Ausführungszeit für einen Befehl auf der untersten Ebene beträgt 4 Pikosekunden. Die oberen Ebenen werden durch 3 geschachtelte Interpreter zur Verfügung gestellt und jeder dieser Interpreter benötigt NI-Befehle, also tiefgestelltes I, um einen Befehl seiner Sprache auf die Ebene I plus 1 zu holen, zu dekodieren und auszuführen. Okay. Da sollten wir uns mal angucken, was heißt das eigentlich und wie können wir das Ganze verstehen. Wir sehen das Ganze. Wir haben hier die Ausführungszeit für einen Befehl auf der untersten Ebene beträgt p Pikosekunden und darüber, aha, n und so weiter Befehle. Genau, verbildlichen ist eine gute Idee. Können mal schauen, ob ich das hier hinkriege. Vielleicht nicht unbedingt davor, dass man den Text noch sieht. Was haben wir da prinzipiell? Wir können quasi sagen, wir haben hier eine Okay, ich weiß jetzt auch, wo der Leck herkommt. Mein Rechner ist einfach überlastet. Nächste Woche gibt es den anderen.
Also wir haben eine Ebene 0 und wir können uns darüber eine Ebene 1 vorstellen. Und wie kann das aussehen? Auf der Ebene 0 kann es sein, wir haben einen Befehl 1. Und vielleicht gibt es auf dieser Ebene auch andere Befehle, beispielsweise sowas wie ein Befehl 2. Nur mal als Beispiel. Auf der Ebene darüber haben wir dann vielleicht einen Befehl, nennen wir ihn mal Befehl 3. Der lässt sich jetzt halt nicht so direkt ausführen, weil zur Ausführung müssen wir den Maschinencode auf eben mit einer Sprache von Ebene 0 haben. Nach dem, was wir da oben haben, dieser Interpreter benötigt NI-Befehle der niedrigeren Ebene I. Also so und so viel N-Befehle der niedrigeren Ebene. Das heißt, unser Befehl aus Ebene 1, der Befehl 3, braucht jetzt wie viele Befehle erstmal grundsätzlich? Allgemein gesagt. Im Übrigen, wenn ich zur Seite gucke, dann liegt das daran, dass ich da meinen zweiten Bildschirm habe. Also nicht böse nehmen. I plus 1? Nee. Wir haben. Das heißt so schön, wir haben n. Das i ist halt tiefer gestellt, weil das dann zur niedrigeren Ebene i geht. Das i ist ein Index. Und wir befinden uns quasi auf der Ebene i plus 1. Also wir haben die niedrigere Ebene i. Die niedrigere Ebene i ist, ja gut, die Maus sieht man auch, sehr gut. Wir haben die niedrigere Ebene i, das wäre Ebene 0. Und wir wollen von da auf Ebene i plus 1, also eine drüber. Ebene 0 plus 1 ist Ebene 1. Und das heißt, wir brauchen n-Befehle der niedrigeren Ebene i. Das heißt, es bedeutet, wir sind hier bei Befehl 3, wir brauchen n-Befehle aus der Ebene 0. Das erstmal ganz allgemein. Das sind nur Beispielbefehle an der Stelle. Das Problem, was wir haben gerade, ist, dass wir nicht wissen, was unser Wert für n ist. Also bitte davon nicht verwirren lassen. Es kann jetzt hier auch sein, wir haben Befehl 2. Haben noch einen Befehl, das kann ich natürlich nicht reinnehmen, haben einen Befehl 4 und so weiter. Also da können ganz viele verschiedene Befehle sein. Das mehr zur Veranschaulichung des Ganzen. Aber eine gute Frage. Danke fürs Nachfragen. So, und wir wissen halt von der Definition dieses Interpreters nur, dass wir n-Befehle aus der Ebene darunter brauchen. Genau, und im Endeffekt, das auch schon richtig gesehen, es führt sich so nach oben fort. Wenn wir jetzt eine Ebene 2 haben, braucht die auch n-Befehle aus der Ebene 1. Und rekursiv braucht dieser Befehl natürlich irgendwelche Befehle aus Ebene 0. Wir können uns das mal mit einem Beispiel angucken. Also. Sagen wir mal als Beispiel, wir nehmen i gleich 0. Und vor allem wichtiger eigentlich n gleich 2. Ich nehme das i gleich 0 gerade mal weg, das irritiert euch nur. Brauchen wir nicht. Also n gleich 2. Wir sagen, dass wir halt, dass jeder Befehl n Befehle, also jeder Befehl einer höheren Ebene braucht zwei Befehle aus der Ebene darunter. Und das würde eben bedeuten, in unserem Beispiel, wenn wir hier diesen Befehl 3 haben, wie viele Befehle braucht der jetzt, um
ja, um ausgeführt zu werden. Genau, also in dem Fall, wenn wir wissen aus dem Ganzen, ein Befehl auf Ebene 1 braucht n Befehle aus Ebene 0, und unser n ist gleich 2, weil das Teil der Definition des Interpreters ist, dann heißt das, dass wir in dem Fall zwei Befehle aus Ebene 0 brauchen. Okay. Wir könnten jetzt noch sagen, wir wissen auch, was der Wert für p ist. Also, dass ein Befehl die Dauer 3 Pikosekunden sind. Wie viel Zeit wäre das dann, die ein Befehl braucht? Also die unser Befehl 3 braucht. Entschuldigung, schlecht gestellt die Frage. Genau richtig. Wir haben zwei Befehle aus der Ebene 0, die wir brauchen. Wir wissen, dass auf der untersten Ebene p Pikosekunden ein Befehl braucht. Also Befehl 1 und 2 könnten das jetzt sein, die wir brauchen, um Befehl 3 auszuführen. Das sind zwei Befehle. Jeder dieser Befehle braucht 3 Pikosekunden. Gleich 2 mal 3 Pikosekunden wären wir also bei 6 Pikosekunden. Okay, was brauchten wir also, um das Ganze berechnen zu können? Mit der Ausführungszeit, wir brauchten die Anzahl der Befehle, also einen Wert für n, und wir brauchten einen Wert für die Ausführungszeit auf der untersten Ebene. Komischerweise ist euch das in Aufgabenteil B gegeben. So, jetzt war aber natürlich noch die Frage in Aufgabenteil 1. Wir sollen eine Formel angeben für das Ganze. Und das könnte jetzt natürlich relativ einfach sein, dass man halt sagt, gut, wir gucken uns das an, in diesem Beispiel, was wir hier haben, also Ausführungszeit Ebene 1 allgemein. Also, für einen Befehl, was brauchen wir da? Wie könnte da eine allgemeine Formel aussehen? Okay, genau, da hast du schon den richtigen Punkt mit angesprochen. Also wir haben hier für einen Befehl auf Ebene 1 ist das jetzt noch relativ einfach. Das ist n mal p. Wenn wir jetzt eine Ebene höher gehen, was wir in dem Beispiel nicht so wirklich jetzt tun, aber natürlich wollt ihr da weitermachen, wäre das in unserem Beispiel hochgegangen, dann wären wir bei n mal p. Und es könnte uns auffallen, dass wir eine gewisse Abhängigkeit haben. Ja, was ändert sich eigentlich? Es ändert sich irgendwie, wie häufig wir das n haben.
Das heißt, ihr müsstet als den letzten Schritt, den ich jetzt hier nicht in dieser allgemeinen Formel mache, eben schauen, dass ihr dem Ganzen mitgebt, okay, wie viel Mal brauche ich das n eigentlich? Ja, und jetzt gucken wir mal nochmal hin. Auf Ebene 0, ein Befehl hat die Ausführungszeit p. Auf Ebene 1, ein Befehl hat n hoch irgendwas vielleicht, n irgendwas mal p. Auf Ebene 2, da haben wir zweimal das n, beziehungsweise nicht zweimal n, sondern ihr wisst, wie es aussehen könnte, mal p, und dann geht das immer so weiter nach oben. Ich hoffe, ihr habt jetzt so eine gewisse Ahnung, wie ihr diese Formel aufbauen könntet, ohne dass ich diese Formel hier in dem Tutorium euch verraten kann. Könnt ihr mir so eine kurze Rückmeldung geben? Habt ihr eine Idee, in welche Richtung die allgemeine Formel geht? Okay, das sieht gut aus. Das freut mich. Das ist so eine dieser Sachen, dass ich ja immer so ein bisschen diesen Drahtseilakt hier machen muss, welche Sachen ich mit euch durchgehe und welche nicht. Vor allem, wie genau wir uns auf die Aufgabe gehen. Also. Wolltest du eine mögliche Lösung in den Raum stellen, zu dem ich nichts sagen werde? Genau. Also, wie gesagt, nicht böse sein, wenn ich manchmal so ein bisschen an ein paar Stellen dann stoppe. Ich versuche mit euch möglichst viel zu machen. Wahrscheinlich meistens schon zu viel. Aber an der Stelle, wie gesagt, guckt euch das nochmal in Ruhe sonst an. Und ihr müsst eigentlich nur schauen, wie ihr drauf aufpasst, die Verbindung von Ebene zu Anzahl n. Jetzt habe ich schon echt zu viel gesagt. Okay, was haben wir noch? Aufgabe 3. Aufgabe 3 ist wieder so eine lustige, spaßige Textaufgabe. Ach, ich liebe Textaufgaben. Und zwar geht es um Hardware versus Software. In welcher Hinsicht sind Hardware und Software gleichwertig bzw. nicht gleichwertig? Also wieder was, wo wir ein bisschen drauf rumdenken dürfen, müssen, sollten, weil ihr dazu was aufschreiben sollt. Ja, vielleicht um so ein bisschen einen Ansatz zu haben des Ganzen, gucken wir uns das Ganze erstmal funktionell an. Wie sieht das aus mit der Funktionalität von Hardware und Software? Sind die da gleichwertig oder sind sie nicht gleichwertig? Kann man mit Hardware und Software das Gleiche funktional umsetzen? Was meint ihr? Okay, ich höre da so ein bisschen Ja raus. Okay, also wenn das grundsätzlich möglich ist, dass man das Gleiche funktionell umsetzt. Genau, das ist ein guter Punkt. Bei der Hardware kann man sehr stark eben auf die Hardware-Komponenten eingehen, oder man würde halt immer mehr die Hardware anpassen. Hardware heißt in dem Fall halt auch wirklich bis runter die untersten Ebenen, die ganzen, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch mal ein Mainboard oder sowas angeguckt habt. Und jetzt warte ich kurz, weil gefühlt er mir gesagt hat, dass mein Screensharing weg ist.
So, da hat er mich kurz rausgeschmissen. Angeblich bin ich wieder drin. Ich traue dem Ganzen noch nicht. Hört ihr mich wieder? Okay, gut. Dann muss ich ihm jetzt nur noch beibringen, dass er mich gefälligst wieder den Screen sharen lässt. Ja, alles gut, den hat er zwischendurch weggehauen. Und jetzt wisst ihr, warum ich zweimal drin bin, sonst wärt ihr nämlich unter Umständen rausgeworfen worden aus der Session. Was ich immer nicht hoffe. Ganz im Notfall hatte ich auch schon gesagt, wenn alles schief läuft und vor allem das FizzNet down ist mit Big Blue Button, dann würde ich es über YouTube machen. Aber ich finde es schöner, wenn ihr auch so euch direkt hier beteiligen könnt. Kurz warten. Braucht mal ein bisschen, bis er den Screen nimmt. Und wir sind wieder zurück. Ja, Zoom weiß ich. Grundsätzlich ist natürlich das eine Problem sowieso erstmal meine Internetleitung. Deswegen habe ich das sonst auch immer gerne aus der Uni gemacht. Weil wir dürfen ja alle nicht rein, wenn es nicht wirklich nötig ist. Das andere Problem ist, dass Zoom auch datenschutztechnisch nicht so ohne ist und ich außerdem noch viel mehr aufpassen muss, was ich da wie aufzeichne. Und ich will euch ja gerne auch eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen, damit ihr nachher nochmal raufgucken könnt. Gut, Hardware, Software. Genau, ich war beim Mainboard, da war ich stehen geblieben. Also wenn man sich ein Mainboard angeguckt hat oder auch manchmal andere Hardware, dann ist da ja auch eben viele Komponenten, viele Hardware-Komponenten, die da drauf sind. Und jede dieser Komponenten kann man natürlich bis zum Ende hin optimieren. Und dann kann man sagen, ich kann auch irgendwas bauen. Da brauche ich nicht mal mehr Software im extremsten Fall für. Und dann habe ich natürlich Möglichkeit, ne, Optimierung da zu machen. Wann, also was sind Vorteile von so einer hohen Hardware-Optimierung? Genau, also die Geschwindigkeit ist eben deutlich schneller, wenn das hardware-seitig bis zum Extrem optimiert ist. Man kann auch andere Optimierungen, beispielsweise Richtung Energieverbrauch, machen. So ein kleines Beispiel, vielleicht habt ihr irgendwie ja auch in der OE-Woche ein bisschen was mitgekriegt von der RoboCup AG, die es gibt und die fußballspielenden Roboter bauen. Wenn man sich Roboter anschaut, ist es so, dass man Sachen wie Bildverarbeitung, da will man eigentlich, wenn man das leisten kann und das einkaufen kann oder das selber bauen kann, will man eigentlich möglichst viel auf Hardware-Seite laufen lassen, auf möglichst optimierter Hardware, weil es da um Echtzeit geht. Ne? So ein Roboter, der langsam läuft, weil er nichts sieht und dann stolpert und fällt, das ist halt ein teurer Blechschaden im Zweifel. Aber sowas wie, ob er jetzt seinen Arm hebt oder nicht, das kann man über eine Software besser steuern. Das heißt nicht besser, aber es kann man ruhig über eine Software steuern, wenn das Gleichgewicht zumindest nicht beeinflusst. Einfach weil man sagt, das ist jetzt nicht so zeitkritisch. Ja, also Software ist halt langsamer als Hardware, wenn es optimiert ist. Immer im Extremfall, also wirklich von den Extremen ausgegeben. Welchen Vorteil hat denn jetzt Software gegenüber Hardware?
Wir hatten ja eben, okay, ja, die Frage mit, was ist dann schneller und was wird genau optimiert bei Hardware? Muss immer daran denken, dass ich das jetzt nochmal wiederhole, die Fragen. Wir hatten ja eben noch das Beispiel gehabt in der Aufgabe 2 mit dem Runterbrechen von der Programmiersprache. Ja, dass wir eine Sprache nehmen aus beispielsweise eine L1-Sprache und sie auf L0 runterbringen auf Maschinenebene. Das kostet halt einfach Zeit. Und wenn man das entweder schon in der entsprechenden Sprache geschrieben hat, also sehr hardwarenah programmiert hat, oder gar einfach ein Bauteil hat, was diese Funktion macht, ohne dass da überhaupt Software drinstecken muss, dann ist das schneller, als wenn das Ganze noch umgesetzt werden muss. Jedenfalls, wenn es optimal gemacht wurde. Beantwortet das deine Frage so ein bisschen? Okay. Okay, genau. Dann hatte ich die Frage gestellt, wie sieht das aus mit Software? Welche Vorteile hat man dann bei Software gegenüber Hardware? Genau, da kam auch dann eben die Antwort dazwischen, Software ist flexibler, also gerade wenn es darum geht, Programmierfehler ausbügeln zu wollen, dann ist das schöner, dass man das auch in der Software machen kann. Ganz blödes Beispiel, wenn ihr irgendwie eine Geschwindigkeitssteuerung habt, oder nein, nicht Geschwindigkeitssteuerung, wenn ihr eine Steuerung habt, wie das Gaspedal in einem Bus übertragen wird auf den Motor, dann wollt ihr entweder eine Hardware haben, die sehr gut getestet ist, oder ihr wollt die Möglichkeit haben, einen Fehler auszubügeln, damit ihr nicht anfangen müsst als Hersteller den Bus komplett wieder neu zu entwickeln. Okay, genau, ein paar weitere Punkte, die damit reinkommen. Optimierungsmöglichkeiten, genau, das ist eben das, man kann anpassen, man kann Fehler ausbauen, man kann aber eben auch einfach nur noch mehr optimieren. Wenn man Hardware gebaut hat, dann ist sie halt eigentlich fest und es ist halt immer auch, und das stimmt da auch, es ist ein Kostenfaktor. In der Software kann man schnell auch mal was ausprobieren, gucken, ob das besser läuft. In der Hardware ist man unter Umständen dabei, dann erstmal die ganze Hardware zusammenzusetzen und zu gucken, ob das geht. Gibt auch Simulatoren dafür, aber damit gehen wir dann zu weit vom Ganzen. Okay. Genau. Ich hoffe, damit habt ihr so ein bisschen Ideen zu dem Thema. Wie sieht das eigentlich aus? Wo sind Hardware und Software gleichwertig? Und vor allem aber auch, wo sind sie nicht gleichwertig? Ihr dürft ihr gern ein paar mehr Sätze schreiben als bei der ersten Aufgabe, aber auch trotzdem gilt, keine Romane bitte zu dem Ganzen. Also, ja, im Endeffekt vielleicht auch nur ein, zwei mehr Sätze als im ersten. Eine Tabelle kann man auch machen, genau, ist auch ein guter Vorschlag. Sachen gegenüberstellen. Bei einer Tabelle vielleicht noch schauen, das ist so ein bisschen ein Tipp, den ich euch geben kann. Denkt immer daran, der Übungsgruppenleiter muss auch irgendwie die Chance haben zu verstehen, was ihr euch gedacht habt. Tabellen sind nicht immer gleich selbsterklärend. Vielleicht auch noch mal zwei, drei Sätze dazu schreiben. Ich weiß natürlich nicht, wie ihr die Tabellen aufgestellt habt. An sich gilt auch für Korrekturen von Übungsblättern, das vielleicht auch am Rande. Jedenfalls war das in meiner Zeit so, als ich Übungsgruppen noch mit betreut hatte. Und ich glaube auch von den Übungsgruppenleitern, die ich so kenne, die jetzt auch noch aktiv sind. Es möchte euch eigentlich gerne jeder auch die Punkte geben, wenn ihr euch vernünftig Gedanken gemacht habt und euch und zeigen könnt, dass ihr euch bemüht habt. Es muss immer nachvollziehbar sein. Also guckt einfach so, glaubt ihr, dass der Übungsgruppenleiter das da verstehen kann? Stichpunkte generell, ob die okay sind, war hier die Frage. Es ist, glaube ich, ich sag mal vorsichtig, das hängt wahrscheinlich vom Übungsgruppenleiter ab. Das kann ich nicht eins zu eins beantworten. Es ist schon nicht verkehrt zu versuchen, auch selbst wenn das stichpunktartig ist, dann trotzdem in ganzen Sätzen stichpunktartig zu antworten. Einfach um selber auch zu schauen, die Formulierung klar zu ziehen und für euch selber halt auch zu üben, das einmal zu formulieren, wie das denn eigentlich sein könnte. Also wie gesagt, da kann ich leider keine ganz direkte Antwort drauf geben.
Ob Stichpunkte generell okay sind, weil ich eben nicht genau weiß, wie jeweils die einzelnen Übungsgruppenleiter das dann im Detail sehen. Okay, damit würde ich Aufgabe 3 einmal auch für heute an die Seite legen. Und wir gucken uns nochmal eins an, nämlich Aufgabe 4. So, in der Aufgabe auf dem Übungsblatt steht was von einem Stellenwertsystem zur Basis 3. Wir gucken uns heute einfach mal ein Stellenwertsystem zur Basis 4 an. Macht nicht wirklich einen großen Unterschied. Zumindest können wir das Wichtige auch daran besprechen. Und das, was ihr hier seht, das vielleicht auch einmal als Hinweis, da ich ja immer versuche, auch relativ schnell hier auch mitzuschreiben oder manche Sachen dann auch einheitlich zu schreiben. Ich habe hier die Zahl in einem bestimmten Format. Das ist die 1032 oder 1032 unterstrich 10 oder tiefgestellte 10 soll das sein. Also nicht unterstrich, es ist eine tiefgestellte 10, heißt das im Endeffekt, durch den Unterstrich und zeigt an, zu welcher Basis das Ganze ist. Wie gesagt, das so ein bisschen als vereinfachte Schreibweise, damit ich das im Tutorial mit euch machen kann, in einer halbwegs guten Zeit und nicht irgendwie vor allem immer alles rumklären muss, dass ihr es noch lesen könnt. Genau, und das Gegengesetz, also Moment, ich will einmal sicherstellen, dass es auf jeden Fall verstanden ist, was das heißt. Die meisten haben es wahrscheinlich eh verstanden, aber das heißt nichts anderes, als dass wir diese Zahl hier nehmen. 1032 zur Basis 10. Genau, und das soll jetzt als erstes einmal umgerechnet werden in ein Zahlensystem zur Basis 4. Und habt ihr eine Idee oder erinnert ihr euch noch aus der Vorlesung, wenn ihr euch das angeguckt habt, wie ihr Zahlensystem umrechnen könnt? Ich muss es nur versuchen nachzuziehen. Das mit dem geteilt, das irritiert mich gerade etwas. Aber es kann einfach sein, dass du das gerade ein bisschen anders aufschreibst oder angehst, wie ich jetzt weiter dachte. Grundsätzlich aber richtig, dass was du beschreibst, ist, dass man, das läuft bei uns unter dem Begriff, dass man mit Potenztabellen arbeitet. Das ist die eine Möglichkeit, die wir nutzen können. Das machen wir heute auch mal, weil das dafür ganz gut geht. Und wir würden dafür eine Potenztabelle aufstellen und fangen da halt an. Wir haben 4. Jetzt muss ich wieder ein bisschen Schreibweisen faul schreiben. 4 hoch 0. 4 hoch 0 ist, wie wir alle wissen, 1, weil irgendwas hoch 0 immer 1 ist. 4 hoch 1 ist 4. Wir gehen weiter. 4 hoch 2. Jetzt wird's spannend. 4 mal 4 ist 16. Und das Ganze machen wir, wie eben schon richtig gesagt wurde, so lange, bis wir größer sind als die Zahl, die wir haben. Das heißt, ich muss noch weitermachen. 4 hoch 3 sind wir erstmal bei 64. 4 hoch 4 wären 256 und 4 hoch 5 sind wir dann bei 1024.
Jetzt könnte ich noch weitermachen, 4 hoch 6 aufschreiben. Allerdings, wenn ich mir die Zahl angucke, dann kann ich, glaube ich, schon ahnen, dass ich nicht weitermachen muss, weil mir das reichen wird. Genau, so eine Potenztabelle kann man eigentlich immer auch relativ schnell und ganz gut mal aufschreiben und runterschreiben. Keine Angst vor dem kleinen bisschen Kopfrechnen. So, wir haben jetzt die entsprechenden Potenzen. Und jetzt können wir uns angucken, wie sich das Ganze verhält im Zusammenhang mit der Zahl, die wir umrechnen sollen. Also wir sollen ja hier die 1032 umrechnen. Und dann können wir gucken, was das heißt. In Bezug auf unsere Potenzwerte. Okay, jetzt verstehe ich, was du gemacht hast an der Stelle, ja. Das ist quasi eine Mischung aus den beiden Sachen, Potenztabelle und dem anderen Verfahren, was es gibt, dem Divisionsrestverfahren, wenn ich dich richtig da verstehe. Genau, lass uns jetzt erstmal einmal das mit den Potenztabellen anschauen. Und die Frage wäre halt eben, wie häufig, ja, welche Potenzen brauche ich, um mir meine Zahl zusammenzubauen? Und da würde ich halt eben gucken, was ist die größte Zahl, die ich da jetzt reintun kann. Und wie sieht das dann aus? Ich kann quasi auch sagen, ich habe 1032 und dann ziehe ich als erstes irgendwas ab. Genau, also wenn wir nicht auf den ersten Blick sehen, welche Potenzen wir jeweils nutzen können, das ist jetzt natürlich ein relativ einfaches Beispiel und ich sehe auch schon im Chat die entsprechend richtige Lösung. Wenn wir nicht genau wissen, wie es ist, dann können wir stückweise vorgehen. Wir würden dann nämlich sagen, wir haben 1024 minus einmal, nee, 1032 minus einmal 1024. Dann würde ein Rest von 8 bleiben. Wir würden weiter gucken. 8 minus, ja, was haben wir? 256 als nächstes. Das geht irgendwie nicht. Also ist das 8 minus 0 mal 256. Wir haben weiter einen Rest von 8. Also, ja, gut. So, ich kann zwar auch einfach nur die Gleichheitszeichen setzen, aber einfach, dass das klar ist. Ja, es ist im Prinzip so ein Re also Reste, die wir hier noch haben. Wobei, nein, ich nehme sie lieber weg, sonst verwechseln wir es mit dem anderen nachher. Genau, wir machen weiter. Nächste Zeile wäre dann 8 minus 0 mal 64. Haben immer noch eine 8 über. 8 minus 0 mal 16. Immer noch eine 8 über. Und dann kommen wir zu dem, was wir eben schon gesehen hatten. 8 minus 2 mal 4. Dann haben wir 0. Und wir müssen einmal bis zum Ende die Potenzen durchgehen. 0 minus 0 mal 1 ist natürlich auch immer noch 0. Okay, damit. Nein, das müsst ihr nicht so in den Details mit den Zwischenschritten aufschreiben. Das ist mehr als Hilfe, dass ihr an der Stelle,
Wobei, prüf das mal eben, nicht, dass ich was Falsches sage. Meine, ihr müsst es damit nicht machen. Kann man sich streiten. Schreibt ruhig vielleicht den Rechenweg mit auf. Falls ihr euch vertut, habt ihr eine Chance, dass ihr vielleicht doch noch den einen oder anderen Punkt kriegt. Versprechen kann ich euch das natürlich nicht. Ich als Übungsgruppenleiter hätte gesagt, mir würde reichen das Ergebnis, das, was wir als nächstes aufschreiben, nämlich die Potenzen selber. Aber das hier ist zwar quasi die Rechenschritte, wie man dann einmal umrechnet und einmal guckt, welche Potenzen man braucht. Genau, du wolltest gerade eine Frage stellen. Okay, die 0 und die 2 hier sagt, wie häufig ich die jeweilige Potenz brauche. Na, ich nehme hier einmal die 1024 weg, aber in dem Moment, das ist noch einfach bei der 1032, aber in dem Moment, wo ich hier die 8 habe und davon die Potenz, das Potenzergebnis 4 abziehe oder die 4 hoch 1, was es ja ist, da muss ich das zweimal machen, weil ich sonst als nächstes ja mir die darunter angucke, die 4 hoch 0. Und dann habe ich nicht genug abgezogen. Also ich muss immer das Maximum abziehen, was ich abziehen kann. Und da ich in dem Fall beim Stellenwertsystem zur Basis 4 bin, darf ich tatsächlich nicht nur einmal was nehmen, sondern es kann halt auch sein, dass ich zweimal was abziehe oder sogar dreimal in dem Fall. Also es könnte auch sein, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt einen anderen Wert gehabt hätte, 12 zum Beispiel, das hätte rauskommen können, dass ich hier statt 8 12 habe. Wenn ich mit 1036 angefangen hätte, dann hätte ich jetzt 12 hier am Ende und dann würde ich hier stattdessen schreiben 3 mal 4. Da kommt das also her. Wird uns gleich wieder auftauchen, denn wir wollen jetzt einmal die Potenzen aufschreiben. Wir haben einmal die 1024. Die 1024 ist 4 hoch 5. Plus die 2 mal 4, die wir hatten. 2 mal 4 war die 4 hoch 1. Und das wären quasi erstmal grundlegend die Potenzen, die wir, ja, aus denen sich unsere Zahl zusammensetzt. Aber wir wollen ein bisschen. Wir wollen da ja auch eine entsprechend umgewandelte Zahl haben und dafür ist es dann eigentlich schöner, wenn wir das einmal gesamt aufschreiben. Diese 4 hoch 5 und 4 hoch 1 ist ja eigentlich nur Teil einer gewissen längeren Kette. Man könnte also auch sagen, das Ganze ist, kopiere das mal eben, unsere 1032 setzt sich zusammen aus einmal 4 hoch 5 plus 0 mal 4 hoch 4 plus 0 mal 4 hoch 3 plus 0 mal 4 hoch 2. An der Stelle übrigens auch der Hinweis, gerade wenn ich irgendwo über Dinge so schnell gehe, guckt mir gerne mit auf die Finger. Ich vertippe mich auch oder vertue mich mal. Ich bin ja auch nur ein Mensch. War dann auch gut, wenn ihr dann eventuell mich auch korrigieren könnt. So, dann haben wir die 2 mal 4 hoch 1 und 0 mal. Das muss ich in die nächste Zeile schreiben, das passt hier so gerade nicht. Null mal 4 hoch 0 haben wir noch. Und jetzt können wir das Ganze nutzen, um unsere Zahl abzulesen. Also, wir sind gestartet mit der 1032 im Dezimalsystem. Und nachdem wir die Potenzen aufgeschrieben haben, können wir, ja, was brauchen wir von unserer Reihe, die wir gerade geschrieben haben? Also wie würde jetzt unsere Zahl aussehen im System zur Basis 4?
Genau, wir nehmen jetzt, wir gucken uns, wie häufig wir das jeweils alles hatten. Und im Chat sehe ich einmal eine richtige, einmal eine falsche Zahl dazu. Genau, also es ist, wir haben einmal 4 hoch 5, 0 mal 4 hoch 4, 0 mal 4 hoch 3, 0 mal 4 hoch 2, 2 mal 4 hoch 1 und 0 mal 4 hoch 0. Genau, wir lesen also einfach ab, wie häufig haben wir jeweils die einzige Potenz genommen und damit haben wir unsere Zahl zur Basis 4. Und wenn ich jetzt nicht zur Basis 4 hätte, sondern irgendwie eine andere Basis, dann würde ich einfach eine andere Potenztabelle hier aufstellen und entsprechend die Potenzen mir hier, das Ganze mir berechnen, welche Potenzen ich brauche und aufschreiben. Und glücklich bin ich. Und was auch immer ganz gut ist, ein kleiner Tipp auch am Rande, immer denkt immer dran, auch nochmal drüber nachzudenken, ist euer Ergebnis sinnig? Kann das so stimmen? Wir sind jetzt im Stellenwertsystem zur Basis 4. Das heißt, die Zahlen, die dann noch vorkommen dürfen, sind 0, 1, 2 und 3. Das sieht doch gut aus bei uns. Wir haben nur Nullen, Einsen und Zweien in dem Fall, keine drei da drin. Ne, das Ganze heißt ja nichts anderes als 1 mit vielen Nullen, 2, 0 und das Ganze zur Basis 4. Die Basis darf natürlich dann jeweils den anderen Namen haben. Damit haben wir das Ganze dann auch schon umgewandelt. So, und wenn ihr das zur Basis 4 könnt, könnt ihr das auch zur Basis 5, zur Basis 6 oder auch viel einfacher zur Basis 2. Auf das Divisionsrestverfahren, was die andere Möglichkeit ist, würde ich jetzt gerade nicht eingehen, weil ich glaube, ihr habt hiermit eine Möglichkeit und ich schätze, wenn ich richtig vermute, was uns die nächsten Wochen erwartet, wenn wir das noch mindestens einmal sowieso dann noch üben können, deswegen mache ich das dann nicht noch heute extra, sondern wir gucken eher auf die Fragen, die wir noch dazu haben, nämlich aus welchem technischen Grund ist das Stellenwertsystem zur Basis 2 des Dualsystems interessant? Ja, also wie gesagt, technischer Grund, könnt ihr euch vorstellen, warum technisch das ganz nett ist, ganz hübsch ist, das Dualsystem zu nutzen, beziehungsweise halt eben nicht irgendwas zur Basis, wie es so schön im Aufgabenblatt heißt, Basis 3, 4 oder 5. Was ist für dich kompakter? Dualsystem oder Dezimalsystem? Genau, also für uns als Menschen wirkt es, Sekunde, darfst gleich sagen, für uns als Menschen wirkt es erstmal nicht so kompakt, wenn wir das Dualsystem nehmen, weil es ist ja irgendwie längere Zahlen. Genau, du wolltest gerade was sagen, Tim. Okay. Genau, also das ist genau so ein Punkt. Die Computertechnik hat sich ja im Prinzip dadurch entwickelt, Strom an oder Strom aus. Das ist so, das ist halt einfach. Entweder ist es halt 0 oder 1. Das ist jetzt ein bisschen platt gesagt, denn es ist eigentlich gar nicht mal so ganz 0 oder 1. Wenn man Strom anschaltet, am besten könnt ihr euch das so vorstellen wie mit diesen Energiesparlampen. Man schaltet sie ein und sie ist nicht sofort auf 1, also an, sondern braucht so ein bisschen, um anzulaufen. Geht also so eine Kurve hoch von 0 auf 1. Recht schnelle Kurve, weil sie ist recht schnell an, aber sie ist noch nicht ganz hell. So, aber grundsätzlich ist halt eben also eigentlich 0 und 1 die Unterscheidung. Und weil es eben diese kleinen Schwankungen geben kann vom Strom, ist es ja vielleicht ganz cool, wenn man sowas hat, was so einen deutlichen Unterschied macht. Und nicht, ich habe 0, ich habe 0,5 und ich habe 1. Dann wird es halt immer schwieriger, das auszudifferenzieren. Und man kann vielleicht einen Wert, der eine Sache darstellen soll, auch mit irgendwas anderem verwechseln.
Also richtig, es gibt mittlerweile auch so ein paar Sachen und Ansätze, dass man sowas wie drei- oder vierwertige Logik nutzt. Grafikkarten weiß ich tatsächlich gerade jetzt nicht. Da bin ich jetzt nicht auf dem neuesten Stand, aber es gibt auch noch andere Sachen. Auch hier gilt natürlich, das muss halt möglich sein. Also man muss halt eben auch die Messgenauigkeit im System haben, dass das System gut genug die Unterscheidung treffen kann zwischen den einzelnen Werten. Dann lässt sich auch was anderes nutzen. Und dann haben wir nämlich, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wenn wir nicht ein Dualsystem nehmen als Basis, für unsere Abspeicherung und alles, sondern wenn wir ein anderes nehmen, beispielsweise irgendwie zur Basis, Basis 3 oder Basis 4, was wäre dann der Vorteil gegenüber dem Dualsystem? Was meinst du mit präziser an der Stelle? Da muss ich einmal nachfragen. Okay, ich verstehe den Gedankengang. Es aber, also es geht da eher ums Umgekehrte. Du musst präzise sein, damit du drei verschiedene Zustände nutzen kannst in dem Ganzen. Also wenn du was nutzen willst, beispielsweise zur Basis 3, dann musst du halt eben so präzise dein System haben, dass du diese drei Zustände unterscheiden kannst. Also das eine, die Nutzung von Basis 3 würde bedingen, dass du das auch sicherstellen kannst, garantieren kannst, dass du unterscheiden kannst. Aber gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Genau, also zur Belastung kann ich tatsächlich auch gerade nicht sagen, ob das jetzt dann tatsächlich weniger Belastung auf die Hardware wäre. Ich glaube, das würde wieder davon abhängen, wie man es implementiert. Der andere Punkt, der gerade erwähnt wurde, das ist tatsächlich, dass es wäre halt einfach kürzer. Also das ist, sehen wir hier ja schon, wenn wir zur Basis 10, also zu einer höheren Basis nehmen, dann haben wir eine Zahl, die aus vier Ziffern besteht. Wenn wir das Ganze mit einer niedrigeren Basis machen, also Basis 3, dann sind wir bei 6 Ziffern. Und jetzt kann man sich auch noch überlegen, wie viel wären das im Binärsystem. Ne? Da brauchen wir halt auch eine ganze Ecke. Und insofern, also wenn wir eine höhere Basis nehmen können, weil wir vielleicht technisch so weit sind, dass wir das machen können oder auch nur in bestimmten Bereichen das so präzise berechnen können, nee, präzise auswerten können, ob wir halt auf 0, ja, ob wir auf einen Wert von 1, 2 oder 3 sind oder 0, 1 oder 2. Würde halt eben bedeuten, dass wir kürzeren Programmcode halt dann haben, zumindest in dem Ganzen. Okay, darum geht's eben in Teil B und C, die beiden Sachen. Und damit haben wir, glaube ich, auch alles für heute. Doch relativ lang gebraucht. Aber gut, ich habe am Anfang natürlich auch ein bisschen organisatorisches gemacht. Ich würde dann sagen, wenn wir nicht noch akute Fragen haben an der Stelle, wären wir durch. Und ich würde mich bedanken bei. Ja, bitte? Bei C. Ja.
Das mit den 50% finde ich gerade so ein bisschen schwierig. Aber im Endeffekt, also ich würde vielleicht an deiner Stelle nochmal auf die Formulierung gucken. Im Endeffekt beschreibst du etwas damit, was da auf jeden Fall reinspielt. Nämlich, dass du bei einer Spannungskurve, die, egal wie wir sie unterteilen, sie geht halt eigentlich erstmal von 0 bis 1. Wir können sie aber in unterschiedliche Bereiche unterteilen. Und das ist das, was du damit ja sagst. Also 50% das eine, 50% das andere. Und bei der Basis 3 würden wir halt sagen, 33% des Bereiches der eine Wert, 33% der nächste und nochmal 33% weiter dann der letzte Wert. Wenn du das versuchst, nochmal in der Formulierung anzupassen und da was zu sagen, kannst du das an der Stelle natürlich dann gerne reinbringen. Aber ich würde da nochmal auf die Formulierung gucken an deiner Stelle. Aber ein guter Punkt mit den Bereichen. Gerne. Genau, dann, wie gesagt, dann bleibt mir nur Danke zu sagen, dass ihr da wart. Danke, dass ihr so mitgemacht habt auch. Zumindest viele von euch fand ich richtig gut. Und lasst uns das gerne so weitermachen, wenn ihr da seid. Weil nur so kommen wir gemeinsam auch schön durch die ganzen Blätter. Und nur so macht es mir halt auch Spaß und ich möchte auch Spaß haben. Ich wünsche euch viel Erfolg, eine schöne Woche und bis irgendwann demnächst dann mal.